Dankeschön. Schuhe anziehen, Eliani. Du hast Geburtstag. Hab ich das? Ja. Boah. Guck mal, das sind deine Schuhe. Ich wünsche mir, dass du dir die jetzt anziehst, Schanne. Ja. Dankeschön. Wo sind deine Schuhe? Ja. Boah, ich bin so fertig. Ich frag mich, warum, aber... Oh. Ja, na, du Prinzessin, du kannst auch selber anziehen, oder? Sehen wir einmal zur Spielbesten gehen oder zum Kindergarten? Erstmal zum Kindergarten und dann zum Spielplatz. Okay? Ich will gerne bei Papa bleiben. Was willst du? Ich will gerne bei Papa bleiben. Okay, tschüss, Eliana, krieg ich noch eine Umarmung. Viel Spaß. Ganz fest. Dankeschön. Guten Morgen. Oh nein, mein Akku ist gleich leer. Super vorbereitet. Ich habe jetzt gerade gleich einen Call mit meiner Visagistin für die Hochzeit. Ich bin mega aufgeregt. Also langsam nähern wir uns dem Hochzeitstermin und ich muss noch, also wir müssen noch hier Probe schminken. Ja, und dann muss ich mich noch beim Standesamt und sowas melden. Also das haben wir noch gar nicht gemacht. Und ich bin gespannt. Also ich werde jetzt kurz mit ihr telefonieren. Und ja, ich glaube, in dem Telefonat geht es eher hauptsächlich darum, wie ich mir das alles vorstelle und sowas. Und dann machen wir einen Probetermin aus, so wo sie mich dann probeschminkt. Und ich bin gespannt. Die hat mich übrigens angesprochen auf einem Event, dass sie meine Weddingplanerin gut kennt und dass sie Visagistin ist und ob ich halt nicht noch schon jemanden habe. Wenn nicht, dann würde sie es gerne machen. Und ich habe mich ehrlich gesagt, ich habe gar nicht daran gedacht. Ich glaube, wäre es bis zur Hochzeit gekommen, hätte ich mich dann einfach selber geschminkt, weil ich einfach gar nicht dran gedacht habe. Ich weiß noch, Maren hat sich damals auch selber geschminkt. Es geht ja auch, also ich meine, wir können uns ja eigentlich auch gut schminken, aber irgendwo bei mir geht es irgendwie hauptsächlich um dieses Gefühl, ich weiß auch nicht, dieses Gefühl halt, dass man halt so zurechtgemacht wird und so an dem Tag. Also so, Leo und ich haben das alles so geplant, dass wir selber Gäste sind an unserer eigenen Hochzeit und wir das halt einfach auch zu 100% genießen können und ja, und da gehört halt irgendwie auch das Zurechtmachen dazu, dass ich mir keine Gedanken machen muss, wie schminke ich mich und wie mache ich meine Haare, sondern dass die das einfach macht. Verschluckt. Okay, jetzt. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe einen Hustanfall gehabt. Ich habe kein Corona, keine Sorge. Das ist mittlerweile so ein Standardsatz, den man bringt, wenn man hustet. Ja. Eliana ist jetzt aus dem Haus. Juli bringt sie jetzt in die Kita. Und später haben wir auch noch ein Elterngespräch mit der Erzieherin. Weil ja, Eliana hat ein paar Schwierigkeiten, in den Kindergarten sich richtig zu integrieren. Sie ist halt auch einfach schon, ja, weiß ich nicht, sie ist ja gerade in der Grippe, wo alle jünger sind als sie. Und ich glaube, sie hat einfach ein Problem damit, dass sie ja eine der Ältesten ist und halt auch an sich schon sehr, sehr weit ist. Und heute reden wir mal drüber, weil eigentlich könnte sie mit 2¾ schon in den großen Kindergarten wechseln, aber momentan ist da einfach gar kein Platz im Kindergarten. Auf jeden Fall werden wir darüber mit der Erzieherin reden und ich mache mir jetzt was zum Frühstücken. Und zwar, ich habe vor ein paar Tagen das hier gekauft. Voll geil, das sind so ja, Mini-Fladenbrot. Als ich es gesehen habe, dachte ich so, geil, weißt du, so für Burger oder so, bestimmt voll nice, aber ich esse eigentlich keine Burger. Und dann dachte ich so, okay, was kann ich damit machen? Hallo! Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Mama, ich höre dich so schlecht. Oh, bin ich das? Ja, stimmt, jetzt höre ich dich wieder. Okay. Siehst du mich gut? Ja. Ups. Das Handy will nicht. Ich hatte noch ein Video-Call und es hat
noch ein bisschen gedauert, weißt du? Ja, kein Problem. So, ich werde jetzt diese Wurst hier anbraten. Das ist so eine philippinische Wurst. Die habe ich letztes Jahr irgendwann im Asialaden gekauft. Ist aber noch haltbar, das ist ja eingefroren. Eigentlich wollte ich schon vor lange essen, aber im Gefrierfach ist es irgendwie so aus dem Auge, aus dem Sinn. Deswegen werde ich es jetzt mal machen. Das ist jetzt mein Frühstück. Eigentlich schon Mittagessen. Habe ich jetzt diesen Fladen getoastet und mit Ei und Wurst belegt. So, der Termin ist jetzt vorbei. Ich war übrigens auch gut vorbereitet, weil ich habe ganz vergessen, ich habe 2 Akkus für diese Kamera und das 2. Akku habe ich schon vorgeladen. Ich bin I'm a professional. Ja, auf jeden Fall. Ja, war der Termin echt mega gut. Ich finde, sie als Person war auch mega herzlich und ich habe das Gefühl, ich werde mich bei ihr voll wohl fühlen. Also ich kann mich so zu 100% öffnen. Ich habe, also, das hört sich ein bisschen scheiße an, aber ich fühle mich bei ihr so wohl, als wäre sie so meine Tante. So, wisst ihr, was ich meine? Wenn sie das jetzt hört, denkt sie sich so, was? Ich mache mir jetzt was zum Frühstücken. Ich mache mir gerade übrigens Frühstück und viele von euch werden jetzt denken so, aber ich wollte so ein bisschen ich wollte halt keine Toastbrots mehr essen irgendwie, weil ich habe gemerkt, davon blähe ich irgendwie auf und irgendwie werde ich danach so träge. Und jetzt habe ich dieses Brot hier ausprobiert, Fitnessbrot mit 44% Vollkorn, Roggen, 12% Hafer und 1% Weizenkeim. Und das finde ich eigentlich ganz gut, aber nur in der Kombination mit Frischkäse und Kräutersalz. Und es geht eigentlich. So, und jetzt schmiere ich da noch Hüttenkäse drauf. Ich habe auch ewig keinen Hüttenkäse mehr gegessen. Ich muss schon sagen, mein Frühstück war eine 10 von 10. Also es war echt richtig, richtig gut. Da habe ich mich mal wieder selbst übertroffen. Ja, ich werde jetzt zu meiner Mom fahren, weil ich ihr helfen werde, einen Schrank aufzubauen, während jetzt Eliana in der Kita ist. Ich bin jetzt bei Mama angekommen. Oh, mal die Lampen müssen wir auch wechseln. Ja, ich habe schon Lampen. Ah, okay. Ja, und zwar geht es um dieses Zimmer hier. Wir werden, glaube ich, hier den Schrank aufstellen oder da, mal schauen. Und Mama macht hier noch so Spachtelarbeit. So, ich habe jetzt mal einen Korpus hier reingetragen. Das hier wird übrigens ein Pax-Kleiderschrank von Ikea. Und ich bin mal gespannt, ob ich das später aufrecht hinkriege, weil mal, wie hoch sind deine Decken? 2,50. 2,50? Und das hier ist 2,36 Meter oder so. Ich bin gespannt, ob ich das hinkriege. Boah, schon hoch der Schrank mal. Ja. Kommst du da oben überhaupt hin? Muss ich weiter wohnen. So, der erste Korpus steht schon mal. Es fehlen nur noch 4. 4 oder 3? 3 Korpus, gell? Ja. Der zweite Schrank steht und fällt euch was auf?
Ja, wir haben die Rückwand einfach falsch rum dran genagelt. Und voll fail, weil das kann man ja nicht mehr rausmachen. Also wir haben, weil das ist ja fest genagelt. Wenn wir es versuchen würden rauszumachen, würden wir riskieren, dass die Rückwand irgendwie auseinanderbricht. Deswegen lassen wir es jetzt einfach so. Weil hier sind sowieso Regalböden drin und dann kommen eh Klamotten rein, dann sieht man das eh nicht. Scheiß drauf! Der dritte Schrank steht jetzt auch schon. Hier haben wir extra darauf geachtet, dass es nicht falsch rum drin ist. Ja, und jetzt fehlt nur noch eins. Hier. Ich glaube, der ist auch so schmal. Ich musste den ganzen Tag zu Hause bleiben, weil es war ein Handwerker da. Oh mein Gott, wie sehe ich denn aus hier? Und ich glaube, die sind jetzt fertig geworden. Es kam auf einmal so ein richtig krasser Sturm und ich glaube, die mussten dann kurz aufhören, weil es war im Garten, haben die was gemacht. Und ich dachte, ich mache kurz, ich habe so eine TikTok-Challenge gesehen. Und zwar Prompter-Test. Und zwar sind es hier bei den Nachrichten, wenn ihr hier auf so einem, wie heißt Prompter? Wie heißt es auf Deutsch? Ihr wisst, was ich meine. Wir machen mal die Challenge. Und mal sehen, ob ich eine Nachrichtensprecherin sein kann. Can you pass the prompter test? I'm gonna... you guys know what to do. 3, 2, 1. The Santa Barbara County Public Health Department is opening more... COVID-19. Warte kurz, nochmal. The Santa Barbara County Public Health Department is opening more COVID-19 vaccine appointments tomorrow. The county is... Wie awkward ist das bitte? Ich finde es komisch. Oh Gott, wenn ich diese Aufnahmen sehe, ich finde es komisch, mich auf Englisch sprechen zu hören. Can you pass the prompter test? I'm gonna... you guys know what to do. 3, 2, 1. The Santa Barbara County Public Health Department is opening more COVID-19 vaccine appointments tomorrow. The county is expecting 3,800 doses of the Johnson & Johnson vaccine this week. Emergency services, agriculture, and food service workers are liable to get the vaccine. Community members can book an appointment starting at 9 a.m. tomorrow on health... Blah, blah. Can you pass the prompter test? Schwierig, aber dieses... Prompter-Gerät, das läuft so schnell und man muss voll aufpassen, dass man nicht so schnell redet oder halt auch einfach nicht so es runterrattert, sondern man muss es halt auch so betonen. Voll schwierig, oder? Ich glaube, auf Deutsch ist es ein bisschen einfacher. Aber was machst du dann, wenn du so wenn du so dieses Gerät da liest und dann kommt auf einmal so ein Wort, was du noch nie gehört hast und du denkst dir so, kenne ich nicht. So, ich habe Eliane jetzt abgeholt von der Kita. Doch? Nein. Doch. Das hier ist mein Essen. Ich weiß, es sieht richtig appetitlich aus. Aber das schmeckt echt mega geil. Und dazu, also als Soße, damit es nicht ganz so trocken ist, esse ich Hummus dazu. Das ist von Edeka und ich finde, das schmeckt richtig geil. Ich habe hier übrigens also Quinoa gekocht. Und habe Rosenkohl, Kichererbsen und Brokkoli alles auf dem Backblech gemacht. Gewürzt mit dem Bratkartoffelgewürz von Just Spices. Und habe es dann für so 25 Minuten gebacken. Und dann halt alles in eine Bowl zusammengemischt. Aktueller Zwischenstand. Tada! Also es fehlt jetzt nur noch eine Schranktür hier. Das mache ich jetzt gleich dran. Und ich muss das Ganze auch alles noch an die Wand befestigen, weil es schon relativ hoch ist. Und damit es halt einem nicht entgegenfliegt. Und die Schränke zusammenschrauben. Ja. Wenn ihr euch einsam fühlt, dann redet einfach mit TikTok. Is your English intermediate level? Do this with me. You're the green line. So, last time you told me that you were living with your 3 siblings, but you didn't tell me how old are they and what did they do for a living? Oh yeah, my brother Mark is 24 and he's an engineer. My 2 sisters, Jennifer and Marina, are both 21 and they work as nurses at the hospital. That's his name. Okay, right. And have you got any plans for your future? Actually, yeah, I'd really love to become a teacher. Wow, that's absolutely interesting. I know, right? But it's not going to be easy, or rather, pretty challenging.
Yeah, I know. You have to study a lot, but I wish you the best of luck, of course. Yeah, exactly. Thanks. Practice your English. Intermediate level. Do this with me. You're the green line. So, last time you told me that you were living with your three siblings. Okay. Practice your English. Upper intermediate level. Do this with me. You're the green line. So, as last time you told me you wanted to be a teacher, I've got a question for you. Do you think there are any perks in this job? Indeed. First of all, it's an extremely rewarding career as you've got the power to inspire a child by igniting their passion for a specific subject. Plus, each day is different, so yeah. It's guaranteed you'll never be bored. Yeah, I see. And what's the subject you want to focus on? I mean, what exactly do you want to teach? Definitely English. I've been studying it for years and it's my favorite language. Oh yeah, it's my favorite language as well. It's such a fascinating one, isn't it? Oh great, I couldn't agree more. Yeah. Practice your English. Oh Mann, ich bin so ein Opfer, Leute. Kennt ihr das, wenn ihr manchmal so zu lange alleine seid? Oder voll oft ist es bei mir im Auto, wenn ich irgendwo hinfahre, wo es etwas länger ist und ich bin alleine im Auto, dann führe ich immer so Selbstgespräche oder führe ein Interview mit mir, aber nie auf Deutsch, nie. Es ist immer auf Englisch, ich weiß nicht warum, aber ich führe dieses Interview immer auf Englisch. Stell dir mal vor, ich sitze im Auto und dann höre ich so in meinem Kopf so, hey Katharina, thanks for being here on this show. So, what are you doing for a living? Oder sowas, keine Ahnung. Thanks, Smart, for having me. So, I'm so happy to be here and a guest in your show. So dumm. Keine Ahnung, warum ich das mache. Mann, und vorhin, deswegen habe ich es gerade aufgenommen, manchmal so auf TikTok, gibt es halt diese Duets, die man so macht. Und ich habe mich einfach erwischt, wie ich die ganze Zeit dieses Learn English, Practice Your English, die ganze Zeit vor mich hinmache. Und ich dachte mir so, wie blöd sieht das denn aus, ey? Wenn mich jemand beobachten würde, wie ich so mit meinem Handy rede und so tue, als wäre ich hier eine andere Person. Yeah, my brother is Mark, he's 24. I have two sisters. Da ist jemand live. Das gucke ich mir da an. Was ist das? Der ist live auf TikTok. Es wird Zeit, das Handy wegzulegen. Ich habe beim Videoschneiden gemerkt, dass wir gar keinen Schluss gedreht haben. Eliana, what are you doing? Was suchst du? Das Orangene ist umgefallen. Okay. Ja, deswegen wollte ich hier nochmal Tschüss sagen. Mein Auge ist angeschwollen, ich weiß. Ich habe hier irgendwie so ein Hagelkorn hier oben. Oder Gerstenkorn. Keine Ahnung, was der Unterschied ist. Ja. Und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bye!